Im Grunde ist das ja das, was du immer gemacht hast. Ob das jetzt in einer qualifizierten Amateurmannschaft ist, in der dritten Liga oder sonst wo. Und erst dann, zum Beispiel, wenn du merkst, der Rahmen jetzt, oder eine Pressekonferenz, oder auch dann am Spieltag vielleicht, dann sagst du, ach, diesmal ist wieder eine andere Ebene. Aber das andere bleibt im Grunde dasselbe. Das interessiert mich, wie sehen es die Jungs? Also das ist ein Grundsatz bei mir. Ich will möglichst schnell von Spielern, die mir anvertraut sind, ich sag mal, das Fußballherz, da will ich rein. Und und da brauchst du empathische Zuwendung und die muss glaubwürdig rüberkommen. Die Spieler, die erzählen ja nichts, wenn sie merken, er meint es nicht so. Ja. Ja, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir wieder mal Darmstadt 98 spielen. Ich glaube, dass wir zu Recht da ein bisschen angegriffen wurden, dass es zu emotionslos ist, vielleicht auch ein Stück zu wenig Kampf. Das sind einfach die Dinge, die wir jetzt mal wieder darbieten müssen. Und ich glaube, Freiburg ist da der richtige Gegner. Es ist ein guter Gradmesser. Die spielen bisher eine sehr gute Runde, finde ich. Können gut Fußball spielen, wissen aber auch, wie es Feigen geht. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir dorthin fahren, um auch was Zählbares mitnehmen zu können. Man muss eine Idee sehen, das ist was anderes wieder. Es sind wieder die Lilien, dass man sich erinnert, das war ja lange Jahre sehr erfolgreich. Das ist ein großes Ziel, das ist hier leicht gesagt. Aber die Entwicklung der ersten Komponenten sieht man schon.